Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich auf Silvester konzentrieren. Apropos, hast du gehört, dass Menschen mit zu wenig Schlaf weniger hilfsbereit sind? Was ist denn zu wenig Schlaf? Na, zu wenig Schlaf ist das Gegenteil von früh ins Bett gehen und spät aufstehen. Also wer viel pennt, ist viel hilfsbereit? Oh, genau. Quasi alle deutschen Beamten. Also ich kann ja so gut schlafen, ich mach das mit geschlossenen Augen. Ach, nicht schlecht, Joachim. Ja, schlafen gehen ist das Partymachen des hohen Alters. Ja, ich schlafe ja auch gerne. Ja, ich weiß. Und deswegen bist du laut Studie auch hilfsbereit und zeigst mir das jetzt mal durch das Ausräumen vom Geschirrspüler, ja? Oh, ja, ich komm ja. Du, ich muss jetzt leider los, Just Jochen, ich meine Joachim. Und denk dran, nach dem Ausräumen ist vor dem Einräumen. Am besten das schmutzige Geschirr direkt in die Spülmaschine und nicht erst irgendwo abstellen. Ach ja, und das Einräumen vom Geschirrspüler bitte wie bei Tetris und nicht wie bei blinde Kuh, ja? Und jetzt von der blinden Kuh zur offensichtlichen Schönheit. Guten Morgen, Robert. Frau Merkel. Na, irgendwas passiert, das ich noch nicht weiß? Die Inder sind zum Mond geflogen. Ach, in der Tat? Ja, in der Tat. Schönes Wortspiel. Ja, die Inder sind mit einer Sonde auf dem Mond gelandet und die Mission soll einen Montag dauern. Ach, das passt ja. Heute ist ja Montag. Nicht Montag, sondern Mondtag. Das entspricht auf der Erde etwa 2 Wochen. Ach, was du alles weißt. Weißt du denn auch, was die Inder da oben machen mit der Sonde? Ja klar, die Sonde soll Bilder vom Südpol des Mondes machen und zur Erde schicken. Oh, dann machen sie vielleicht auch ein paar Bilder von winkenden Männern, nicht? Bitte, welche Männer? Na, die von ihren Frauen zum Mond geschossen worden sind. Frau Merkel, Sie sind heute irgendwie besonders. Ja, die Nacht war kurz, der Mond war voll. Schon wieder Montag. Ach, wie toll. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAB.